Der Sound. Nicht schlecht. Ja, herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Ja, heute bin ich unterwegs mit noch zweien. Und ja, jetzt fahren wir erstmal ein bisschen im Schwarzwald rum. Dann rüber zur Grenze. Und dann ab in den Garten grillen. Ne? Das werde ich alles zusammenstückeln. Zu einem guten Video, hoffe ich. Ja, und eine Probefahrt von einer Peugeot Kispi, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ach, stimmt ja. Ich sitze ja auf der Zip. Ja, ich habe auch was Neues. Achso, Kispi werde ich probefahren, glaube ich. Mal schauen. Ist ein Viertakter mit einem richtig dumpfen, geilen Sound, muss ich sagen. Ein Leo Vinci Auspuff verbaut. Ich will jetzt nicht zu viel verraten und habe auch rumexperimentiert mit dem Spiegel hier. Und überraschenderweise sehr, sehr gut. So. Oh. Stimmt ja. Berghoch ist er nicht so schnell. Aber bergrunter dafür. Jetzt sind wir tief im Schwarzwald. Brettern hier ein bisschen rum. Ich mag diese Schwarzwald-Hochstraßen. Einfach nur göttlich hier. Ja, da hat ein etwas stärkerer Motor ein bisschen, ja, so kleine Vorteile. So, und wir fahren jetzt zu diesem Berg da hoch. Das werde ich nicht alles filmen, weil darüber habe ich schon mal ein Video gemacht mit GreyBlack90. Grüße, mein Freund. Ich hoffe, alles klar bei dir. Genieß deinen Urlaub. Ja, darüber habe ich, wie gesagt, schon ein Video gemacht. Und nochmal eins zu drehen, das ist ja... Ja. So, Timo haben wir abgehängt, leider. Ich will auch eine Harley.
wir waren gerade eben auf so einem krassen Turm, den kennt ihr ja wahrscheinlich schon, wenn ihr meine Videos anschaut. Und jetzt, ja, Motor aus und ja, rollen lassen. Das kennt ihr auch schon von mir. Wow. Aber ich muss meine Bremsen nochmal überarbeiten. Ja, Berg runterfahren hat was. Ja, man spart Benzin. Mir ist auf dem Weg hierher, Moment, Helm zu machen. Mir ist eh auf dem Weg hier hoch Benzin ausgegangen. Aber ich habe glücklicherweise aus der JetForce den 2-Liter-Kanister seit Wochen. Seit Wochen habe ich den bei der ZIP hier immer mit drin. Und ja, Gott sei Dank. So. Hier will es aber gerade nicht wirklich berg runter. Ah, jetzt, Alter. Ah, Auto. Oh. Ich habe zu viel geschwätzt und tralala. Die sind mir schon davon gefahren. So, sind die schon eine Straße weiter unten? Nö. Okay. So, jetzt müssen wir ganz, ganz schnell zu einer Tankstelle. Die ZIP ist leer. Okay, jetzt bremse ich auch mal. Ach, die Bremsen sind jetzt voll kacke. Und das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsstrecken. Ihr werdet auch gleich erkennen, warum. Das ist so... Oh, einfach nur pervers. Hier brauchst du einen kleinen, wendigen Roller mit untenrum schön viel Kraft. Ja? Der Roller muss nicht schnell laufen, aber ordentlich drücken. Und dann kannst du hier richtig schön rumballern. Die Kurven sind mega eng. Und da geht es jetzt richtig los. Das sind ungefähr 2 Kilometer geradeaus. Moment kurz. So, jetzt geht's los. Hier lasse ich es gerne langsam angehen. Arbeite mich rein. Muss eh noch die 2 gleich überholen. Also die Strecken sind einfach nur pervers und geil. Aber der macht mir keinen Platz. Jetzt einfach durchgeschmuggelt. Ja, ich liebe diese Strecke. Aber hier fahren auch sehr viele andere Leute. Das heißt, man muss echt vorsichtig sein. Da haben wir schon. Wenn man da zu breit fährt, das geht schief. Ich habe hier schon einige Freunde Frontalunfall gehabt. Aber ich kenne die Strecke jetzt schon seit Jahren. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich übertreibe es nicht. Naja, ab und zu schon. Aber jetzt ist es übersichtlicher als zum Beispiel nachts. Nachts ist zwar wenig Verkehr, aber man sieht auch so wenig. Und bei der ZIP sowieso, die hat ein beschissenes Licht, sage ich euch. So, das war's leider schon. Aber das gefällt mir so langsam. Es ist ungewohnt, den Blick nach da zu senken und vor allem den Arm hochzuhalten. Ja. Aber es hilft. Man sieht wirklich sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, wo sie oben waren. Ah, jetzt ist Katastrophe. Aber jetzt da unten, Bombe. Ich muss noch den zweiten wieder dran machen, glaube ich. Aber macht mal Platz da. So. Ha ha ha.
Steht man. So, guck mal. Mein neuer Grill. Ja? Waschmaschinentrommel. Ein Fuß dran gemacht. Ja? Obendrauf kommt dann der Rost. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich es hier an der Kante lang drumherum abflexe. Da habe ich mehr Platz für den Rost. Aber ich glaube, so gefällt es mir schlussendlich besser. Abwarten. Ja, und da kannst du halt schon ordentliche schöne. Kannst richtig schön grillen. Und ich war kurzzeitig am Überlegen, ob ich da mit schwarzem hitzebeständiger Lack drüber gehe. Aber pff, wozu? Der wird von alleine schwarz, dachte ich mir dann. Alleine die ganzen Mittel, was wir eigentlich. Eigentlich kein Problem.